eine Höhle mit einem Skorpion. Gut, den sollten wir... fertig machen. Und was ist das denn hier? Karte, neuer Ort. Ein Generator? Willkommen zurück im Regen des Regenwaldes von Green Hell. Ich bin Rudi und ich irre hier durch die Gegend. Ich befinde mich, muss ich mal gerade gucken, 39, 21. Ich bin relativ weit wieder nach Süden gekommen und ich wollte eigentlich hier hin. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, nach Norden zu kommen. Allerdings gibt es hier unten irgendwie in der Richtung ein eingeborenen Dorf und diesen Eingeborenen möchte ich lieber nicht zu nahe kommen. Oh, ein Nüsslein. Ein Nüsslein, das schmeckt fein. So. Hier gibt es Pilze und Steine. Und Bananen, die nehmen wir natürlich auch mit. Wir sind auch wieder etwas leichter, weil wir wenig Stöcke haben. Wir hatten uns ja ein Feuer gemacht und... diese kleinen Gürteltiere, die tappen so laut hier durch den Busch. Jetzt geht's noch weiter nach Süden, hier wieder nach Osten. Immerhin bin ich jetzt nicht so dicht dran und ich bin etwas höher. Na, ich versuche es mal. Und es wird nämlich auch schon wieder dunkel und ich möchte nicht nochmal eine Nacht auf dem Erdboden schlafen. Oh, da ist das Erste, was ich dringend brauche, nämlich eine Tabakpflanze. Ich hoffe, dass ich jetzt Platz genug dafür habe. Nein! Herstellen. Und die kann ich nicht nehmen. Die Nein, nicht fallen lassen. Topf fallen. Kokosnuss weg. Es hat keinen Zweck. Ich brauche Platz. Dass diese Pflanzen so schnell verschwinden, wenn man keinen Platz mehr im Rucksack hat. Ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, ja, ja, ja. Nordosten, ja. Das ist doch. Das ist doch das, was ich will. Hoffentlich finde ich noch mehr von den Pflanzen. Da tappt wieder was laut durch den Busch. Ja, habe ich mir doch gedacht. Hallo Gürteltier. Na? Kugelgürteltier, sammeln. Ja. Ja, tut mir leid, ich brauche Fleisch. Einmal Gürteltier roh. Ach, hier war die Brücke. Da sind wir schon gewesen. Hier liegen auch noch Kokos. Ein bisschen Wasser. Und die ist leer. Ich werde jetzt aber nichts wieder mitnehmen, weil wenn ich jetzt das nächste Mal eine Pflanze finde, hey Leute, regt euch ab. Und da kommt der nächste Regen. Und ich bin dreckig, aber da ist der Regen wenigstens praktisch, denn er macht mich langsam aber sicher sauber. Gott sei Dank, die Schlange habe ich wenigstens vorher gesehen.
auch wenn sie gut getarnt ist. Ja. Ich hoffe, der Platz reicht. Ich hoffe es sehr. Ja, der hat gereicht. Herstellen. Unbekannte Kräuter. Und ich habe einen Funkienverband. Das ist auch der einzige Verband, den ich habe. In der letzten Zeit habe ich also zu viele Verbände benutzt. Hier waren wir auch schon. Das heißt, ich bin hier so mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Also geht's wieder zurück. So, hier war die Schlange. Norden. Ich will ja auch so ein bisschen Nordwesten. Und ich bin mir nicht sicher, ob da schon wieder das Dorf ist. Nein, das ist nur ein Stein. Gott sei Dank. Na? Okay, es hat keinen Zweck. Oh! Verbände, 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 Verbände. Herstellen. Herstellen. Und nochmal herstellen. So, sei bereit, dafür haben wir jetzt wieder keinen Platz. Aber ich befürchte, ich werde mich hier möglichst schnell einquartieren. So dass ich nicht nochmal auf dem Boden schlafen muss. Das ist nicht sehr erfreulich. Den Hüttenunterstand, den hätte ich gerne. Wenn ich nur wüsste, wo ich ihn hinstellen kann. Gar nicht. Überhaupt nirgendwo. Ach, Spiel, bitte. Hier kann ich ihn hinstellen. Okay. Und jetzt geht's. Kleine Stöcke brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche große Stöcke. Und ich bin schon wieder ziemlich kaputt, sehe ich. Es wird eilig. Stock. Jeder Stock zählt. Noch einer. Ich überlege gerade schnell noch mal was zu essen. Ach, das ist... Vielleicht gibt mir das noch so ein bisschen Power. Ja, die Nüsse verfallen nicht, diese schon. So, weiter auf Stockjagd. Stock. Noch eine. Zwei Stöcke brauche ich noch. Tut mir leid, ich brauche die Stöcke. Danke. Und lange Stöcke hatte ich hier hinten. Einer. Noch.
noch einer. Und einen dritten. Baum fällt. Und es fängt auch gleich wieder an zu regnen. Ein Seil und jetzt geht die Palmblattsucherei los. Da lag schon eins. Das kann ich gleich mal verbauen. Eine Liane kann ich auch schon mal nehmen. Den Nussbaum möchte ich so ungern weghauen, aber hier ist noch einer. Ich hau ich erstmal den um. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ja, ich merke das. Palmblatt, Palmblatt. Trockenes Blatt. Das ist wesentlich gut für Feuer. So. Hoffentlich komme ich jetzt hin. Hier sind sehr viele trockene Blätter bei. Noch ein trockenes Blatt, noch ein trockenes. Sind alle trocken. Zwei Palmblätter noch. Bei dem vielen Regen kann es doch gar nicht so viele trockene Blätter geben hier. Kleiner Stock. Ich muss dringend schlafen. Tut mir leid, Palme. So. Und ich kann schlafen und ich kann das Spiel speichern. Party. Dann speichere ich erstmal. So, was sagt denn die Statistik? 18 Tage habe ich überlebt, 21,9 Kilometer gereist, deswegen die wunden Füße, und einmal habe ich mich erbrochen. Gut, ich werde aber trotzdem jetzt zuallererst schlafen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Immerhin ist der Regen da. Das bedeutet, ich werde mal meine Regensammler aufstellen. Regensammler, den großen Topf und die Kokosnussschalen. Und dann werde ich mal gucken, was meine Gesundheit sagt. Ich brauche dringend Eiweiß und Wasser. Das heißt, ich müsste auch ein Lagerfeuer machen, aber genau da hapert es wieder dran. Und das Gürteltierfleisch, das ist zwar noch da, aber dann, das würde ich jetzt nicht roh essen wollen. So, erstmal Wasser. Wenn es hier doch nur irgendwie eine Höhle oder sowas gäbe oder wo man Feuer bauen könnte. Ein langer Stock. Ach, hier wären noch viele Stöcke gewesen. Naja, gut. Hinterher ist man immer schlauer. Wenn man unter den Bäumen Feuer machen könnte, das wäre ja auch nicht schlecht. Aber bei dem vielen Regen... Hier ist ein Fluss. Jetzt muss ich nochmal auf
den Kompass gucken. 38 und 19. 38, 19. Also wir sind jetzt hier. Der Fluss ist hier gar nicht eingezeichnet. Wasser schmutzig. Gut, das hätte ich mir auch denken können. Das sieht ja auch interessant aus. So, das war doch mein Stein, oder? Oh, unbekannte Frucht. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Die sind ziemlich prima, weil die nämlich gleichzeitig flüssig Wasser und Kohlenhydrate geben. Und ich kann damit sogar schmutziges Wasser trinken. Ich habe ja zwei Parasiten, nee, vier sogar. Aber wenn ich die Frucht esse, sind zwei schon mal wieder weg und eine habe ich hier noch. Die esse ich auch noch und schau einer, guck, die Parasiten sind weg. Und mein Wasservorrat ist wieder top. Jetzt brauche ich nur dringend Eiweiß. Deswegen geht es mir trotzdem nicht so gut. So. Nanu, wo war meine Behausung denn? Jetzt habe ich mich wieder toll verirrt. Eine Feder. Federn brauche ich nicht. Jetzt hatte ich schon fast eine Schlange gesehen. Hier ging es wieder runter zum Fluss, vermute ich mal. Oh, Ameisen. Wie viel Platz habe ich im Rucksack? Kleiner Blätterhaufen. Tut mir leid, kleiner Blätterhaufen weg. Ich glaube, da brauche ich die Axt zu. Ah, Gott sei Dank. Blattverband herstellen. Tabakverband herstellen. Blattverband herstellen und Tabakverband herstellen. Kann ich das nicht hier unten legen? So, viel besser. Ja, Eiweiß kann ich momentan tatsächlich überhaupt nicht auffüllen. Und ich habe mich schon wieder prima verirrt. Hoffentlich finde ich meine Töpfe wieder. Aber ich glaube, die waren hier irgendwo. Da ist die nächste Verbandspflanze. Also hier kann man sich wirklich, na, ganz schnell verirren, wollte ich sagen. Aber Gott sei Dank habe ich meinen Hüttenunterstand wiedergefunden. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich meine Töpfe hingestellt habe. Da. So, jetzt habe ich aber genug getrunken. Zur Sicherheit speichere ich hier nochmal. Und dann geht's weiter. Ich bin schon wieder so platt. Bevor ich loslaufe,
Lieber noch mal schlafen. So, wenigstens ein bisschen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht wieder verirre. Da war der Fluss. Okay. Beziehungsweise Fluss ist gut. Das ist eigentlich mehr ein Rinnsal. Der hört hier auf. Ganz ruhig. Und das hier, das hatte ich gesehen. Das interessierte mich. Wo ich hier hinkomme. Das sieht sehr interessant aus. Oh, blaue Pilze, die sind auch fantastisch, die heilen auch Parasiten. Und wo bin ich hier? Wow. Sehr, sehr schick. Wenn der ewige Regen nicht wäre und ich muss dringend ein Feuer machen, dann gehen wir da mal rüber. Na komm, Kokosnuss. So. Noch kann ich was mitnehmen. Halt! Und in dem Augenblick, wo ich hier drauf springe, bekomme ich wieder Ärger mit dem Üblichen. Wenn die Statistik die Anzahl der Egel, die man sich von den Extremitäten zapft oder zupft, mit aufführen würde, da hätte ich das Spiel wohl schon gewonnen. Na komm. Ja, der scheint aber irgendwie schon ab zu sein. Ja, ja, der hängt nur noch daneben. Okay. Und irgendwo muss es doch mal eine Chance auf eine Höhle geben. Was ist das da? Keine Höhle. Immerhin Früchte. Die werde ich wohl lieber gleich essen. Ja, toll, das der Kugeltierfleisch ist schon wieder vergammelt. Hier ist noch Wasser drin. Ja, jetzt esse ich, glaube ich, erstmal die Nüsse. Und die Früchte. Nicht zu viel rascheln hier. Das würde ich ja gerne überdachen. Da könnte man ein Feuer drunter machen. Und ich brauche ganz dringend Eiweiß. Da geht's nach Norden, da geht's nach Osten. Und wir sind, was war das? 37,17. 17, das heißt, wir sind schon wieder höher gekommen. 37,17, hier sind wir. Also Nordosten nach wie vor eine gute Idee, halt. Also eigentlich hinter den Fels hier. Aber immer sind uns diese Felsen im Weg. Ich brauche dringend mal einen Platz, wo ich wirklich ein Feuer machen kann. Und das sieht ganz, ganz übel aus. Oh, das hört sich auch nicht gut an. Ach, hier sind wir wieder.
Oh, da sitzt er. Wenn er mir jetzt sagen würde, neuen Ort entdeckt oder so. Da ist er. Jetzt ganz leise wieder zurückschleichen. Und jetzt gucke ich mal gerade auf die Karte. Ach, hier ist der neue Ort. Okay. Bitte nach Norden. Da muss ich hier wieder zurück. Und da wäre Norden. Jetzt muss ich schon wieder schlafen. Und vor allem, ich muss dringend essen, aber ich kann nicht essen. Jedenfalls nicht das, was ich brauche. Weil der ewige Regen uns... Jetzt mal nur eine Frage. Kann ich hier ein Feuer machen? So, hier drunter. Hier. Hier. Okay, das lässt er nicht zu. Das Spiel spielt nicht fair. Da hätte ich jetzt so einen schönen, halbwegs regengeschütztes Feuer machen können. Das geht nicht und ich bin schon wieder völlig kaputt. Weil ich vor allen Dingen auch mich nicht allzu gut ernährt habe. Zwangsweise. Hier brauche ich gar nicht zu versuchen hochzuspringen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich meine Schlafstelle überhaupt noch wieder erreiche. Da haben wir ja geguckt. Ich versuch's einfach mal. Oder ich gehe hier weiter. Das wäre eine Feuerstelle! Obwohl hier ein Fels ist, regnet es. Ich versuch's einfach nochmal. Na. Feuer. Platz schaffen, drehen. Ist das noch unter dem Überhang? Wahrscheinlich nicht. Tja, unter einer Palme. Ich versuch's mal. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht. Stöcke. Stöcke. Ich befürchte zwar, dass es hier vergebene... Oh, oh. Und ich schlafe gleich wieder ein. Gut, das hat keinen Zweck. Ja. Womit ich wieder das übliche Problem hätte. Da ist es. Denn grundsätzlich bekommt man diesen Wurm. Das scheint Standard zu sein. Schade. Und vor allen Dingen, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch etwas habe, womit ich den überhaupt entfernen kann. Ich habe hier noch einen Stachelrochenstachel. Ja, ich versuch's einfach mal. Lupe. Da ist er. Stach. Ne? Nein, nicht mit Bitterholz. Weg damit. Stachelrochen, Stachel. Wurm. Geistige Gesundheit minus 3. Der Stachelrochen, Stachel funktioniert nicht. Okay, jetzt haben wir richtig Ärger. Dafür hat es aufgehört zu regnen.
Und wir können uns ein Feuer machen. Jetzt habe ich den Stachelrochen Stachel einfach weggeworfen. Das war nicht beabsichtigt. Okay, jetzt geht das Survival wirklich richtig los. Der Regen auch wieder. Wie auf Stichwort. Loot erforderlich. Rucksack. Ja, mach doch auf. Danke. Trockenes Blatt. Bitch! Shit! Und ich bin zu müde. Ich kann kein Feuer machen. Ah, ja. Das sieht ganz schlecht aus für mich. Und der Wurm, der zieht mir hier ein nach dem anderen an geistiger Gesundheit ab. Gut, jetzt spielen wir wirklich auf hart. Eine... Ah. Eine Höhle mit einem Skorpion. Gut, den sollten wir... fertig machen. Und was ist das denn hier? Karte, neuer Ort. Ein Generator? Das hatten wir von da hinten gesehen. Okay, aber ich werde jetzt erstmal ganz dringend. Ich muss schlafen. Und ich muss mich verarzten und ich brauche dringend was zu essen. Aber... ich weiß nicht, wo ich hier am besten schlafe. Vielleicht da oben. Ob mich das so ein bisschen schützt hier, wenn ich hier schlafe? Ich schlafe hier einfach mal, was soll's. Hier kann er mir doch nicht noch einen Wurm anhängen. So. Ein Wurm, zwei Würmer, na ganz toll. Drei Würmer. So, jetzt wird's kritisch. Immerhin habe ich eine Nuss. Das trinke ich mal, die Kokosnuss. Ne, so nicht herstellen, sondern sammeln. Essen. Essen. Nee, halt, das braucht, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich an meine Kokosnüsse und an meinen Topf. Sobald es wieder anfängt zu regnen, bekomme ich zumindest schon mal Wasser. Und meine geistige Gesundheit geht hier langsam den Bach runter. So, jetzt brauche ich dann irgendwie etwas, wo ich schlafen kann. Tagebuch. Kleiner Hüttenunterstand. Hier kann ich einen hinbauen. Ich kann auch drehen. So. Stöcke. Go away. Was war das denn? Oh oh, meine geistige Gesundheit ist es. Die scheint jetzt ganz gefährlich den Keller. Den
ganz gefährlich, den Keller runter zu gehen. Das heißt, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Da muss ich gucken, wie ich hier klarkomme. Zumal ich auch nichts mehr habe, womit ich diese Würmer entfernen kann. Verbände habe ich ja. Aber ich bräuchte ja irgendwie Fischgräten oder Knochennadeln, so heißen die Dinger. Was ist das denn hier? Eine Schlingfalle. Halten, um scharf zu machen. Okay, vielleicht fange ich ja wenigstens was. Stöcke. Eigentlich müsste ich ja auch aus Stöcken was machen können. Womit ich mir die Würmer entferne, aber scheinbar geht das hier nicht. Das scheint hier sehr schnell kritisch zu werden. Okay. Oh, oh. Ach du Scheiße. Jawohl. Okay, das war's. Getötet durch Schnitt. Jetzt kam wirklich alles auf einmal. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leider habe ich hier jetzt ein bisschen Pech gehabt. Zu viel Würmer, zu oft auf dem Boden geschlafen. Und scheinbar setzt sich der Wahnsinn auch noch nach dem Tod fort bei mir. Aber trotzdem, ich werde das nochmal versuchen weiter zu spielen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn ich jetzt gestorben bin, lasst mir ein Like da oder abonniert unseren Kanal CT Zockt. Bis dahin, tschüss.